Jo, und nach einer kleinen Pause geht's dann endlich wieder weiter mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind am Start wieder mit unserem Edward Kenway. Ich möchte aber vorher noch schnell was machen. Und zwar ist hier noch eine weitere Meierstele, die ich gerne noch mal machen würde, oder? Da krieg ich die jetzt so hin. Gut, wir müssen mal schauen. Wie machen wir das? Wie geht das jetzt, das Thema? Warte mal. Das können wir vielleicht ein bisschen drehen. Dreher. So, das könnte funktionieren. Ja, perfekt, da ist es doch. Und dann ist da der Schatz. Oder? Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich glaube, da war... Oh, Alter. Ich habe in der letzten Folge einmal diesen Doppelmord gemacht. Deswegen, wie gesagt, ich guck mal gerade, was hier ist. Perfekt. Einen weiteren Meierstein, den wir jetzt erobert haben. Aber wir wollen ja momentan ein bisschen Hauptmission machen oder mehr oder weniger die ganze Zeit eigentlich Hauptmission machen. Der ist da unten. Ja, okay. Das wird enge, weil vor allen Dingen dahinter noch ein Vor ist. Aber da ist irgendwo noch eine Möglichkeit, irgendwas zu erobern. Wird mir gerade auf. Warte mal kurz. Aber ich glaube, da kommen wir so schnell nicht dran, ne? Ist da ganz oben, oder was? Sehe ich das ja mal, eine weitere Abstergo. Herausforderung. Aber abgeschlossen. Ich gucke gerade, ob da. Oder hoch. Ja. Hat sich auch super gelohnt. Warte mal. Da ist nämlich doch sind noch zwei Kisten mit drin, die ich gerne mal noch erobern will. Wenn wir auf 100% wenn wir das Ding sowieso nicht spielen. So, gut. Mysteriosa. Zwei weitere, eine Truhe von sechs zusammen. Ich denke mal, den Rest deckt mal, wenn wir dann irgendwann mal da oben sind. Komm ich da so? Da komme ich doch nicht so einfach hoch, oder? Da komme ich bestimmt nicht so einfach hoch. Also stimmt das übelst kompliziert, dass wir da. Oder ist da irgendwo ein Durchgang? Es kann natürlich sein, dass da irgendwie Durchgang ist. Den ich jetzt spontan nicht sehe. Aber. So jetzt. Annehmt sich denn nicht? Ah, warte mal. Ich gucke mir das mal gerade ganz kurz an. Ich würde das gerne. Oh, es regnet. Was ist das denn vor? Warte mal kurz, warte mal. Das könnte theoretisch sein, dass wir da hoch müssen. Dass es sowieso nicht so ganz kompliziert ist. So. Aua. Warte mal. Da ist weitere Truhe. Warte mal, wo ist denn die? Da ist sie. So. Okay, jetzt haben wir doch 3 von 6. Also das hat das tatsächlich gezählt. Warte mal kurz, ich... Also, viel zu kompliziert ist das gar nicht. Wir müssen da eigentlich nur auf diesen Baum, glaube ich. Und wenn ich da hochkomme überhaupt... Das ist, glaube ich, tatsächlich dieser. Ja, das ist da oben der Baum. Wer ist das denn? Aber da muss man erstmal hochkommen. Jetzt muss man sich überlegen, wie ich da hochkomme. Boah, Alter. Aber es hat kein Leben gekostet. Ja, warte mal.
Oh, da ist ein... ein Fragment. Warte mal, so kompliziert ist das gar nicht. Die Stelle haben wir, glaube ich, schon. So. Sorry. Dass ich jetzt gerade ein bisschen noch was anderes mitnehme. Ja, nee, so kompliziert ist das gar nicht. Ich bin gerade auf. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ein bisschen komplizierter ist. Ist es aber nicht. Man muss es nur wissen, wie. Das ist bei Assassin's Creed immer so. Aber. So. Jetzt synchronisieren wir mal diese tolle Insel hier. Supi, supi, supi. Da ist eine weitere Kiste, aber wir haben zumindest mal alles jetzt in zumindest im Griff, in Reichweite hier, zumindest was hier so in der Nähe ist. Ist jetzt nichts Dramatisches, also wie gesagt, klar. So, jetzt müssen wir ein kleines Stück segeln. Jetzt muss ich da gerade gucken, dass ich da wieder runterkomme. Aber da, eigentlich ist es immer so, wenn irgendwo ein Synchropunkt ist, dann können wir da ganz schnell runter. Kurz runterfallen lassen. Jetzt haben wir zumindest die Aufgabe erledigt. Das, was ich haben wollte, mal kurz die Insel synchronisiert hier. Mir kommt so vor, als wären wir schon mal hier gewesen. Das ist aber nicht die Insel von Anfang an, oder? So nebenbei, vom Start des Spiels. Wie gesagt, ich werde natürlich jetzt nicht auf 100% spielen. Ich werde die Mission durchmachen und dann passt das soweit. Und dann werden wir vielleicht an den nächsten Teil angehen. Aber ich weiß noch nicht welchen. So, ein Sperrgebiet, aber das ist für uns uninteressant. Wir werden natürlich jetzt erstmal. Segel setzen, Bewegung! Setz Top, Rahm und Maussegel! Wir müssen jetzt gerade gucken, dass wir hier rauskommen aus der Nummer. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Gleich ein Landkipp. Ja, ich hab. Oh, okay, also doch da lang. Oder was? Da. Da kommen wir doch nicht raus. Da kommen wir doch niemals raus. Das ist nicht verfügbar, das Gebiet, oder? Deswegen mache ich jetzt gerade nach. Doch, scheinbar schon. Ja, okay, unser Schiff ist wieder soweit hergestellt. Ich kurz mal hier. Aus diesen Gefilden raus. Oh, oh. Ja gut, das ist diese Ecke da unten. So, jetzt hoffe ich, dass wir soweit in sicherem Gewässer sind. Weil ich sehe herzlich wenig. Aber nicht, das sind immer so kleine Inseln, da so Schiffe. Ich lausche gerade in diesem Shanty hier. Das ist eine Kiste. Wir haben doch 4000 Real. Wir hatten mal 20.000 oder so teilweise. Von Backbord, Captain. Treib gut in Sicht, Captain. Schon eingesammelt. Wieder Holz. Den Aufenthaltsort von drei weißen Walen teilen. Okay. Die Frage ist, wie weit ist diese Mission? Geht die Mission jetzt? Also was kommt davon zu? Ich weiß noch nicht, ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, da sind Schiffe. Okay. Da steht noch einer. Ich
Kriegsschiff, Stufe 36, übertreib. Wenn ihr uns angreift, dann sind wir. Oh oh. Hey, hör auf, Alter. Lass es sein. Übertreib's nicht. Gebt den Wind nach! Wir lassen den Wir lassen den gerade mal komplett außen vor. So viel Segel wie ihr könnt! Wir reiten den Wind so gut sie es kann! Aber wenn der natürlich jetzt uns angegriffen hätte, dann wären wir hier durch gewesen mit der Nummer bei 36. Das ist da hinten das Schiff? Okay. Das ist da hinten das Schiff? Ja, es tut mir leid, dass es zeitlich momentan manchmal nicht drin ist, Projekte voll durchzuziehen, gerade wie jetzt mit Assassin's Creed. Ich habe es einfach auf der Zeit einfach nicht geschafft, aufzunehmen. Jetzt bin ich ein bisschen dran, jetzt werden wir ein bisschen was machen. Es wird immer mal wieder sein können, dass die nächste Zeit was ausfällt, aber nicht. Arbeit geht halt gerade einfach vor. So, Blackbird, Schachzug. Sieht Männer, Großsegel bergen. Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee. Wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Exzellent. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie läuft der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Bitte was? Versuch's ein. So, wir sollen Schiff aufspüren. Und ich sehe schon wieder Feinde ohne Ende. Minimum 5 bis 6 Schiffe und das wird schon wieder eine Nummer. Trimmung locken, Topsegel retten. Müssen hier da durch? Müssen welche da durch? Okay, hier vorne ist einer. Sollen wir eins oder das? Das sind Portugiesen. Oh, Alter. Kommen wir zur Sache, Captain. Bist du dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Ja, alles klar. Ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken. Tu ich es. So. Willen, tu es. Okay. Kommissar Falar, Kapitän. Das wird nicht passen. Das. Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Pai, pai, obrigado. Ja, und schon hat sich das erledigt, das Thema. Ich sage ja, mit Ansage. Aber gut, okay, wir kriegen sie hin. Ja, ja, natürlich. Vor allem, weil ich nichts dabei habe an Material, an Zeugs. Ja. Ja, tschüss. Warte mal, ich brauche... Raufbomben keine? Ja, war aber schon eine Überraschung, das wäre. Ich habe gar keine Rauchbomben mehr dabei an Bord. Ja, war schon eine Überraschung. Warte mal. Oh, tschüss. Oh, tschüss. So. Tschüss.
What? Da ist noch einer? Von denen? Oh. Also einen habe ich runter, aber den zweiten nicht. Also wie gesagt, Safe war mir klar, dass wir nicht, dass wir das nicht sicher machen können. So, also ist da oben noch einer, ha? Ja, natürlich. Ich wusste nur gerade mal ganz ein bisschen Was ist der Nummer? Ich muss hier mal gerade raus. Und tschüss. Alter. Oh, Alter, übertreib's nicht. Weil ich hier hoch muss. Oder auch nicht. Aber er hat uns runtergeschossen. Also er hat uns nicht tot. Wir sind noch nicht tot. Wir leben noch. Wir atmen noch. Oh, Alter, da sind ja noch ein paar. Wieso habe ich keine Dings drin? Keine Rauchbomben mehr. Wieso habe ich das nicht drauf geachtet? Warum zur Hölle? Mano. Aber egal, alles gut. Ja, tschüss. Das kannst du knicken. Die kannst du knicken. Alter, hau ab von mir. Ich glaube, ich räume erstmal mit der Jackdoor auf. Also, wenn ich ehrlich bin, ich muss aus der Nummer raus. Das. Moinsen. Warte mal. Ihr könnt aber auch mal helfen, schon blöd rumzugucken, ne? Aber alles egal. Also, geh mal weg. Geh weg. Geh weg. Och, steh mir nicht im Wege. Geh weg. Ich bin wieder ran. Ernsthaft? Ich darf nicht? Oh, steht mir doch nicht alle blöd im Wege. Meine Güte, ey. Wie soll ich das denn hinkriegen? Warte mal, wo ist denn der? Oh, Alter. Ich habe doch bis jetzt noch keine von denen weggekriegt, oder was, ne? Wie soll ich das richtig... Oh, tschüss. Wieder weg. Das ist doch nicht möglich. Boah. Übertreibt das halt, ey. Übertreibt das halt. Wie soll ich das denn angehen, das Thema? Ja, portugiesische Flagge und hast du nicht gesehen, aber wie soll ich das hinkriegen? Wieder regeneriert. Vielleicht ein bisschen abwarten, dass ich die, dass sie mir jetzt nicht auf dem Schirm sind, aber mich auf dem Schirm haben, dann kann ich die vielleicht mit dem Alter. Nee, das schaffe ich doch niemals. Wie viel sind das überhaupt? 4, 5, 5. Oder? Ist das richtig, dass das 5 sind? So. Einer weniger. Oh, tschüss. Wir müssen das also dann was taktischer angehen, die Nummer. Wir müssen also warten, bis die uns nicht mehr. Übertreibt, Alter. Also wir müssen das taktisch angehen, dass die uns quasi mehr oder weniger nicht mehr sehen und nicht mehr wahrnehmen. Dann können wir so nach und nach wegsnacken. Wir haben nämlich jetzt gerade. So. Ja, ja. Alter. So schnell kann ich auch nachladen. Aber ich hab zumindest. Hab ich einen weggetan? Hab ich einen tot jetzt? Von hinten oder was? So. Hey,
So, jetzt muss ich keinen Moment abwarten. Da ist wieder einer raus aus dem Fenster. Da sind wieder zwei raus aus dem Fenster. Wenn die mich jetzt wieder nicht haben, dann kann ich so eine... So, ich glaube, die haben mich jetzt wieder so ein bisschen rausgenommen, ne? Ist die Nummer. Ja. So, weniger. So, jetzt sieht wieder etwas besser aus. Warte mal. Und tschüss. Oh, Alter. Aber ich glaube, ich habe jetzt wenigstens wieder ein, zwei, glaube ich. Zwei waren es, glaube ich, jetzt, die ich mitgenommen habe. Also der Kapitän vielleicht auch. Tut mir leid, dass es jetzt gerade so ein bisschen geht. Ich hätte das ein bisschen anders angehen müssen, das Thema. Ich habe auch, wäre das für mich einfacher gewesen, die Nummer. Wäre das Rauchbomben, wenn ich Rauchbomben gegangen wäre, wäre die Nummer schon längst durch gewesen. Dann hätte ich ein paar weggehabt schon. Aber das, eher weniger. So, jetzt muss ich wieder einen kleinen Moment abwarten. Vier sind es auf jeden Fall noch, Minimum. Da oben steht nämlich auch noch einer. Also es ist Minimum Zweier gewesen, die ich jetzt gerade geholt habe. Warte mal, kann ich die nicht... Warte mal, lässt du nicht mal da... Lässt du nicht mal wieder her? So, die habe ich wieder weg. Ja. Tschüss. Oh, Alter. Ja, gut, die optionalen Ziele ist jetzt nicht schlimm. Deswegen wollen wir die auf 100% kriegen. Das ist schon mal jetzt klar, weil wir den Kämpfer verwickelt sind. Aber wir haben zumindest wieder einen weniger. So. Schluck mal meinem Cappuccino schlürfen und weiter geht die Reise. So, jetzt muss ich gerade gucken wieder. Sind jetzt noch drei. So, ihr weißt, dass er mich nicht hat, ne? Oh, brauchst du ewig wieder deine scheiß Pistole, ey. Tschüss. Ja, zwei kriege ich hin, oder was? Weniger. So, jetzt ist er. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt haben wir die nochmal. Jetzt müssen wir kurz mal gucken, dass wir den da oben noch wegkriegen. Und dann müsste eigentlich das Schiff wieder frei sein. Aber warte mal. Und, den einen noch, den möchte ich noch haben. Tschüss. Oh, endlich, ey. Was für eine Nummer, was für eine Akte. Aber wir haben's. Wir haben die Leute. So. Und tschüss. So, jetzt gehe ich schon kurz da hoch, hole die Flagge und dann haben wir die Nummer unter Dach und Fach. So, jetzt gucken. Ja, immer. Richtig. Ich lade mal kurz nach. Nicht, dass wir da irgendwas noch in die kleine Überraschung bekommen. Und tschüss. Yippie! So. Wir brauchen eine portugiesische Flagge. Und am besten kein Sprung ins Wasser. Auch mal ein Edward. So. Also, noch einmal da hoch, oder was? So. Jetzt müssen wir da. Warte mal. So, jetzt gehe ich da kurz einmal rum. Darf ich da nicht? Willst du nicht? So. So. Oh, was für eine Nummer, ey. Oder wollte ich das? Flagge einholen. Gut, haben wir's. Leider haben wir
Ist nicht ganz optional geschafft, jetzt müssen wir das Steuerrad einholen. Also zum Steuerrad zurück, aber das machen wir doch. Also Eddie, einmal ups, ins Meer. Oh, Glück gehabt. Die Frage, wo hat denn der das Schiff? Die jetzt getan? Die Flagge? Sehr gut, ey. Jo. Gut. Hast du die Flagge? Ei, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Na dann, auf geht's. Die Nosso Senior aufspüren. Und das machen wir, liebe Leute. Immer schön langsam. In der nächsten Folge, würde ich sagen. Stahlen wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Genau so ist es. Bis dahin. Und tschüss. Now impossible. Was hat er gewinselt? Er winselt nicht. Er ist begeistert. So, jetzt ist Ende. Tschüss.